Grüß Gott im Oberland. Da ich ja nichts Besseres vorhabe als wie ein Video zu machen, wie ich ein Apfelwildkräuter-Getränk mir zubereite, einen sogenannten grünen Smoothie. Es ist ein ganz ländlicher Smoothie. Wobei, in letzter Zeit habe ich angefangen, zum Smoothie auch geschmeidiger zu sagen. Das ist ja geschmeidiger, gell? Das ist geschmeidig, weil Smooth heißt ja sowas wie geschmeidig, sanft, warm. Geschmeidig, gell? Und dann geschmeidiger. Oder das ist ja geschmeidige Brier. Eine gerne geschmeidige Brier, okay. Dazu nehme ich einen Frühapfel hier vom Landgarten. Ich weiß nicht genau, man könnte vielleicht sagen Rosenapfel oder gibt verschiedene Sorten, aber bin ich nicht der Spezialist dafür. Es gibt auch den Klarapfel, der wäre wahrscheinlich auch gut geeignet. So, dann habe ich jetzt hier mal so ungefähr 3 bis 5 Äpfel geschnitten. Ich habe ein bisschen was entfernen müssen, weil es war auch Fallobst dabei. Schmeiße ich alles da rein. Und dann die Kräuter. Das kennt ja wohl jeder. Das ist die Brennessel. Die gemeine große Brennessel mit Samen. Achtung, Handschuhe anziehen, wenn man es nicht gewohnt ist, dass es brennt. Oder man ist ganz vorsichtig. Alles rein damit. Aber mit der Brennessel vorsichtig sein. Also wer ein Anfänger ist für Smoothies mit Brennnesseln. Brennnessel regen sehr den Organismus an. Regen zum Entgiften an. Also da kann man sich ganz schön abgefahren mal da fühlen danach. Irgendwie so, genau. Mit den Brennnesseln. Also möglichst gering dosieren am Anfang und dann vielleicht steigern. Ansonsten, man kann sie auch weglassen, wenn man sie nicht mag. Aber ich, wie ja jeder weiß, im ganzen Land, ich liebe die Brennnessel brennend in der Hand. Genau, da ist fast alles drin. So, jetzt, dann tun wir den berühmten Ackerschachtelhalm nehmen. Nicht zu verwechseln mit dem Sumpfschachtelhalm, der vielleicht ein bisschen irgendwas anderes drin hat. Auf jeden Fall, da müssen Sie sich selber schlau machen. Der große Unterschied ist, der Ackerschachtelhalm wächst am auf dem Acker oder da, wo es trocken ist, und der Sumpfschachtelhalm da, wo es nass ist. Da gibt es bestimmt Videos, die das erklären können. Hab viel Zinnkraut drin, ich meine viel Kieselsäure. Ist natürlich gut für die Kieselproduktion im Gehirn, damit man Geröll hat in den Synapsen. Nein. Ah ja, das, oh, so schnell zerrissen. Das ist der Borretsch. Das ist nicht so viel Wildpflanze, aber das ist irgendwie hier so auch in dem Garten gewachsen. Dann ein paar Ringelblumenblüten. Ganz schön. Die sind ganz schön. Es sind 3 Orange und 4 Gelbe. Rein damit. Dann die Distel. Das ist so eine Distel, die ist recht weich. Hat ganz feine Stacheln. Da weiß ich leider den Namen nicht genau. Es gibt ja so schöne Disteln. Viele, viele Disteln. Auf jeden Fall gut. Gut. Und dann gibt es ja noch, ich glaube, das ist die Gänsedistel. Noch eine andere. Sogar mit bisschen Blüten. Und ein kleines Kraut hier. Das ist gleich das kleine Weinröschen. Ja. Dann ein paar Blätter von der gelbe Rirn, von der Karotte, das Grünzeug, auch rein. Und ein paar Samen vom Dill, vom Gurkendill, der für die Gurken genommen wird. Der macht noch ein gutes Aroma. Aroma! Des Weiteren hole ich aus dem Kühlschrank noch ein bisschen Löwenzahn. Den habe ich nämlich schon gestern gesammelt. Man kann die Kräuter auch im Kühlschrank lagern. Ja. Und ich mache ungefähr vom Volumen 1:1 Wildkräuter und Obst. Aber heute nur Äpfel. Wer es süßer machen will, der kann noch mögen. Tutentat. Der tut noch vielleicht ein bisschen dazu. Also Datteln, Rosinen, Trockenfrüchte. Ja, genau. Wer will, kann auch Öl reintun. Oder Kieselgur.
Heiß. Ja, muss ich auch mal ausprobieren. Hier ein bisschen Kieselgur. Gut. Auch fürs System. Oder auch nicht. Wer weiß es schon. Vielleicht fühlt man sich dann auch mal nicht mehr so. Ja, und was dann noch benötigt wird, ich rede schon wieder so viel, das ist für den Smoothie ist immer wichtig, Wasser dazu. Hier, reines Leitungswasser, leicht gewirbelt durch den Wirbelator, in das Glas gefüllt. Immer noch so halb voll. Schwuppdiwupp. Und dann wird gesmoothed, wie wir das alle schon, oder auch nicht, ich zumindest, hahaha, ha, ha. Mal ein bisschen angeschaltet. Diesmal etwas langsam anfangen, langsam hochnehmen, Unterschied. Schon. Mit so einem Highspeed-Mixer muss man nicht so lange mixen. Tut mir leid, ich schlecke das immer auf. Also wer nicht keinen Highspeed-Mixer hat, der lässt halt länger wechseln und hat halt wahrscheinlich ein paar Teilchen noch drin, aber das kann ja auch angenehm sein. Aber so ist er richtig geschmeidig. Ist der geschmeidige. Also der ist nicht so süß, aber dafür leicht säuerlich durch die Äpfel. Zum Wohl! Auf einen fröhlichen Morgen! Frühschoppen! Danke für den Spaß! Auf Wiedersehen geschaut!